HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jacobs. Moin Henrik. Moin Moin in die neue Mitte Altona. Und zum anderen haben wir heute wenige Tage vor dem HSV-Spiel gegen Hansa Rostock einen absoluten Topgast, der wie immer von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird. Entschuldigen Sie, kommt dieser Torwart nicht aus Pankow? Okay, ich gebe zu, der Gesang war jetzt nicht ganz so gut wie seine Leistung auf dem Platz zwischen den Pfosten. Geboren in Berlin, 71 noch im Osten von Union, zu TB, kommt zu Duisburg und startet dann doch noch richtig durch mit 25, als Nummer 1 bei Hansa Rostock. 25 Jahre später ist er wieder dort tätig als Sportvorstand und verbessert scheinbar alles. Stetig führt die Kogge wieder hoch in die Liga Nummer 2. Dort spielt man erstmal um die Klasse und ist passabel mit dabei, anders als 2001, als er in Hamburg unterschrieb. Da feiert man noch in der ersten Liga manchen Sieg mit Hogmar, Jeboa, Cardoso, Madavikia, Barbares und Hollerbach. Heute ist nichts mehr, wie es war. Doch für ihn ging es weiter, die Karriere nicht zu Ende, macht sich auch in Holland bei Almelo zur Legende, über 160 Mal gespielt, ein Treffer dort erzielt. Ob er jemals drüber nachgedacht hat, wie viel Bälle er wohl hielt? Egal. Jungs, solltet ihr während der Sendung heute technische Probleme haben, könnt ihr jetzt zum Glück den Elektronikfacharbeiter fragen. Ja, herzlich willkommen dem ehemaligen Elektronikfacharbeiter, früheren HSV-Torwart und heutigen Sportvorstand von Hansa Rostock. Herzlich willkommen und moin, Martin Pickenhagen. Moin, moin, ich grüße euch. Ja, beste Grüße an die Ostsee. Wir sind in einer elektronischen Schalte verbunden, müssen wir an dieser Stelle schon mal sagen. Wie sieht es aus mit der Leitung? Steht sie bei Ihnen? Also ich verstehe euch gut. Alles perfekt. Ich hoffe ebenso, dass mich auch jeder versteht. Ja. Ja, perfekt. Wir hören Sie sehr, sehr gut und freuen uns vor allen Dingen, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, weil das ist, wäre ja, wann wäre es passender als heute oder in dieser Woche? 13 Jahre nach dem letzten Pflichtspiel des HSV gegen Hansa Rostock gibt es jetzt endlich mal wieder die Neuauflage am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag im Volksparkstadion. Und Sie werden, nachdem Sie da ja vor 20 Jahren Spieler waren beim HSV, zurückkehren in Ihr altes Wohnzimmer sozusagen. Wann waren Sie das letzte Mal im Volksparkstadion? Letztes Mal war es gar nicht so lange her, das war das Heimspiel gegen Düsseldorf vom HSV, das 1:1. Das ist tatsächlich noch ein paar Wochen her und vermutlich auch im letzten Jahr das letzte Mal als Gegner beim Freundschaftsspiel, oder? Erinnere ich mich gerade? Ja, genau. Das war davor, aber sonst bin ich auch regelmäßig unterwegs und guck mir unsere Kontrahenten an in der Liga. Und der HSV ist natürlich, sagen wir, direkt vor der Tür. Und da bietet sich das natürlich das ein oder andere Mal auch an, da vorbeizufahren, weil es immer wieder schön ist, da auch im Stadion, also für mich persönlich auch eines der schönsten Stadien deutschlandweit. Und von daher bin ich da auch mal ganz gerne. Und wenn Sie auf Beobachtungstour sozusagen sind, das macht man in Rostock quasi aus Personalunion. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es natürlich nicht, aber Rostock hat wahrscheinlich nicht eine so große Scouting-Abteilung wie der HSV, wo man dann 8 Scouts hin und her durch die Liga und sonst wohin schickt, sondern das macht man dann alles ein bisschen im kleineren Rahmen, oder wie ist das? Ja, das ist richtig. Also ich bin ja hauptverantwortlich für die Kaderplanung auch, aber ich habe noch einen Kaderplaner, der regelmäßig unterwegs ist und sonst noch 2 Jungs, die wir auf Honorarbasis anstellen, aber das war es dann schon. Also wir haben jetzt nicht so ein Apparat wie wahrscheinlich der HSV. Aber das macht die Entscheidung vielleicht auch etwas kürzer, etwas schneller. Die Kommunikationswege sind anders. Ob es jetzt letztendlich erfolgreicher so oder so ist, das mögen andere beurteilen. Im Moment sind wir so aufgestellt, weil es auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders möglich ist. Aber wir entwickeln uns ja da auch, was das Thema betrifft, auch weiter und wollen da strukturell uns auch weiterentwickeln und werden mal sehen, was die Zukunft bringt. Also als Scout sind Sie häufiger mal da. Kai hat es gesagt, das letzte Pflichtspiel ist schon 13 Jahre her. Jetzt in der zweiten Liga endlich wieder mit Hansa Rostock. Da ist die Vorfreude bei Ihnen jetzt wahrscheinlich schon noch mal deutlich größer, oder? Als wenn man jetzt einfach nur als Scout dahin fährt. Ja, was heißt die Vorfreude? Wir sind
ja, so ein Stück weit von der Vorfreude ja weg, jetzt nach der Hälfte der Saison fast, ist es ein Stück weit Alltag jetzt bei uns, der angekommen ist. Und die Schwere der Liga, die wir vor der Saison entsprechend auch so beurteilt hatten, hat sich letztendlich so als wahr gezeigt, dass es auch teilweise verrückt ist von den Ergebnissen her, dass ein Stück weit jeder jeden schlagen kann. Und das zeigt aber auch, dass wir in jedem Spiel auch die Möglichkeit haben, die Punkte zu holen, egal ob zu Hause oder auswärts. Aber eben auch im Umkehrschluss, wenn du halt nicht alles rausknallst, dass du dann auch jedes Spiel, egal gegen wen, verlieren kannst. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die ist nicht nur für uns so, die ist für jeden und auch für den HSV entsprechend so. Und von daher hast du Woche für Woche immer wieder enge Spiele, verrückte Spiele und auch Spiele, die dann teilweise von Dingen beeinflusst werden, die weder die eine noch die andere Mannschaft was zu tun hat mit. Für einen Aufsteiger ist ja Hansa Rostock bislang sehr gut in dieser verrückten Liga unterwegs, würde ich mal sagen. Wir wollen natürlich über die Liga mit Ihnen sprechen, wir wollen über das Spiel mit Ihnen sprechen, über Hansa Rostock und auch über Ihre alten HSV-Zeiten. Bevor wir aber sozusagen auf die ganz alten HSV-Zeiten gehen, wollen wir mal ein bisschen nochmal im Hier und Jetzt bleiben. Und im Hier und Jetzt von heute hat gestern in Hamburg wieder mal ein Fall für Aufregung gesorgt. Und ich gehe mal davon aus, dass auch dieser Fall von Baccarriata, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, sich bis nach Rostock rumgesprochen hat. Wie haben die diese Nachricht gestern aufgenommen? Ja gut, wir haben es natürlich mitbekommen, aber das zieht sich ja, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal das Gerücht aufkam. Das ist jetzt auch schon etliche Monate, wenn nicht sogar Jahre her, glaube ich. 2,5 Jahre ist es jetzt ja. Ich verstehe auch nicht, ist natürlich für den Jungen auch nicht so einfach, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Und mir fehlt letztendlich die sachliche Kenntnis, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber da bin ich ja, glaube ich, auch nicht alleine, weil sonst würde man ja das Thema irgendwann mal beenden können. Ich finde es für die Jungen persönlich, finde ich es halt verrückt, dass er immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird, obwohl es ja schon etliche Male hieß, es ist abgeschlossen. Und dann kommt halt wieder einer um die Ecke. Aber wie gesagt, ist für mich schwierig, ist nicht toll für den Spieler, auch nicht für den HSV, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Aber wie gesagt, ich bin in dem Thema halt nicht drin, ich bin zu weit weg, um zu sagen, ist es gerechtfertigt oder eben auch nicht. Das klingt dann aber auch danach, wenn Sie sagen, Ihnen fehlt da die Sachkenntnis und es tut Ihnen für den Jungen leid, als ob Sie da keinerlei Gedanken haben, jetzt möglicherweise einen Protest einzulegen, wie es ja dann damals war mit den Zweitligisten, als dieser Fall das erste Mal ins Rollen kam und dann Karlsruhe, Nürnberg und Bochum nach den Spielen Protest eingelegt haben, weil sie eben noch nicht wussten, wie die Sachlage jetzt ist und was da möglicherweise dann am Ende bei rumkommen könnte. Das ist ein Thema, was uns im Moment überhaupt nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Also wir haben, glaube ich, links und rechts so viele Probleme, gerade auch was die Pandemie betrifft, jetzt wieder mit den Einschränkungen, mit den Zuschauern. Dann hast du innerhalb der Mannschaft auch noch Probleme. Dann hast du das letzte Spiel halt, was uns jetzt betrifft, wo du klar überlegen warst, gegen unmittelbaren Konkurrenten mit Ingolstadt nicht gewinnen können, obwohl du die statistischen Werte normalerweise, wenn du die dir zur Hand nimmst, sagst, okay, wenn du das Ergebnis nicht kennst, ist das Spiel irgendwie 3-0 ausgegangen. Ist es aber nicht, war nur ein 1-1. Für uns halt vom Ergebnis nur ein 1-1. Aber das sind Sachen, die mich jetzt beschäftigen. Mich beschäftigt jetzt weniger, ob Jatta jetzt was falsch gemacht hat oder in seinem Umfeld was falsch gemacht wurde oder nicht oder irgendwelche Regressanforderungen von irgendwelchen Vereinen, die da kommen. Für uns ist das Spiel am Wochenende enorm wichtig. Da werden wir alles für innerhalb der Trainingswoche investieren, damit wir da eine schlagfeste Truppe auf den Platz stellen, die möglichst was mitnimmt aus Hamburg. Und das ist hat für mich Priorität. Alles andere nicht so weit weg, da verschwende ich keine Energie drauf. Darf ich trotzdem eine letzte Jatta-Nachfrage stellen, weil der DFB gestern ja dann durch Anton Nachtreier, den Kontrollausschussvorsitzenden, gesagt hat, sie werden den ganzen Fall schon weiterverfolgen. Damals haben sich ja viele Vereine klar positioniert. Henrik hat schon gesagt, die einen haben Protest eingelegt, andere haben von Anfang an ausgeschlossen, auch nur darüber nachzudenken. St. Pauli zum Beispiel, ich erinnere mich an Regensburg. Sie sagen, sie beschäftigen sich nicht damit. Wahrscheinlich müssen sie sich irgendwann damit beschäftigen. Oder schließen sie das für sich aus? Nee, das geht einfach darum, da nicht Energie zu verschwenden. Ja? Das geht einfach darum, dass da ja schon mal genau der gleiche Fall war.
wo man das entsprechend entschieden hat. Und warum sollte ich mich jetzt mit so einem Thema beschäftigen, was eigentlich schon abgeschlossen war? Ich weiß nicht, warum das jetzt wieder aufgelebt ist und warum man da jetzt wieder drüber diskutiert. Aber wie gesagt, ich habe hier andere Probleme und andere Sorgen beim FC Hansa Rostock. Und damit beschäftige ich mich nicht mit dem Fall Jatta, weil es auch nicht mein Problem ist. Mein Problem ist, entsprechend viele Punkte zu holen, um am Saisonende letztendlich die Klasse zu halten. Das hat für mich Priorität. Und der Fall Jatta wird auch ohne den FC Hansa Rostock irgendwie entschieden werden, hoffentlich mal irgendwann endgültig, damit der Junge dann auch Ruhe hat und sich auf Fußballspielen konzentrieren kann. Okay, also wir nehmen mit, Hansa Rostock beschäftigt sich mit dem Fall nicht und wird dann entsprechend auch keinen Einspruch einlegen. So verstehe ich das jetzt mal. Dann lassen Sie uns über die aktuelle Lage auch in Rostock sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie beschäftigt Sie natürlich auch, gerade durch die Zuschauereinschränkungen. Aktuell sind jetzt nur 1.000 Zuschauer bei Ihnen zugelassen in Rostock. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also alle Vereine hatten ja ganz große finanzielle Sorgen jetzt, gerade durch die Zuschauereinschränkungen. Wie existenzbedrohend ist denn aktuell die Corona-Krise für Hansa Rostock eigentlich? Ja, das ziehen wir also hinter uns her letztendlich, weil wir sind ja in einer Situation, wo wir im letzten Jahr in der dritten Liga schon enorm damit betroffen waren, aufgrund der Tatsache, dass natürlich da, was gerade das Fernsehgeld anbetrifft, ein erheblicher Unterschied ist zur zweiten Bundesliga. Durch den Aufstieg konnten wir natürlich, sagen wir mal, das Fenster öffnen, da neue Gelder zu generieren. Aber am Ende des Tages haben wir auch eine Kalkulation und die hat auch einen gewissen Zuschauerschnitt zugrunde gelegt pro Spieltag. Und da sind wir natürlich bei 1.000 Zuschauern, ist für uns ein absolutes Minusgeschäft. Also da bringen wir noch Geld mit. Aber das ist bei jedem anderen Verein eben auch so. Und das ist halt eine Diskussion, die ist halt unheimlich schwierig. Da müsste man sich mal, oder der Fußball, das ist ja der ein oder andere, hat ja schon dazu auch seine Meinung gesagt aus dem Bereich Fußball. Das Problem ist halt immer, wenn egal, ob es ein Verantwortlicher ist, ein Spieler ist oder so, das Thema benennt und fragt, auf welcher faktischen Grundlage hier entschieden wird, keine Zuschauer in die Stadien zu lassen, dass da die Argumentation von Seiten der Politik dann relativ dünn wird. Und man irgendwelche Verkehrswege ins Spiel bringt. Aber am Ende des Tages werden wir mit den Entscheidungen, die dort getroffen werden, egal wie weit sie letztendlich weg sind, von den tatsächlichen Fakten konfrontiert, müssen damit umgehen und müssen versuchen, Szenarien zu schaffen, um letztendlich den Verein sicher durch diese Pandemie zu steuern. Und das ist uns in der dritten Liga gut gelungen. Und ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Zweitligasaison uns gelingen wird. Aber es ist natürlich klar, dass wir da höhere sechsstellige Verträge pro Spieltag verlieren und die wir natürlich als Verein, der, sagen wir so, am Ende der Nahrungskette der zweiten Liga mit sehr wenig, mit dem kleinsten Fernsehgeld, natürlich aufgrund der Vergangenheit der letzten, davorliegenden 9 Jahre in der dritten Liga, haben wir natürlich keine Punkte gesammelt und kriegen damit die kleinste Ausschüttung. Und das trifft uns enorm. Aber wir sind krisenerprobt und das wird uns nicht umhauen, weil wir auch in der Vergangenheit immer wieder zusammen mit der ganzen Hansa-Familie dafür bekannt waren, Lösungen zu finden. Der HSV hat da zwei verschiedene Lösungen gefunden in dieser Corona-Pandemie. Einmal gab es einen Vertrag mit der Stadt und dann hat er auch noch staatliche Hilfen bekommen, 10 Millionen Euro. Wie ist das in Rostock? Haben Sie da staatliche Hilfen auch bekommen? Ja gut, es gibt ja staatliche Hilfen, die begrenzt sind. Bis zum bestimmten, der gedeckelt ist an den Zuschauereinnahmen. Aber das ist natürlich nicht gemessen an den, da gibt es eine totale Summe, eine Summe X, die du bekommst oder die du bekommen hast an Verlusten, an Ticketverkäufen. Aber die ist natürlich bei Vereinen wie uns oder auch anderen Vereinen, die halt, sagen wir mal, mehr wie 20.000 Zuschauer im Stadion haben, relativ schnell aufgebraucht. Und dann ist der Topf leer. Und danach kriegst du halt nichts mehr. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Verein, der, sagen wir mal, 2.000 Zuschauer oder auch 5.000 Zuschauer maximal in seinem Stadion oder in seiner Halle hat, wo halt dieser Topf 2-3 Jahre reicht. Ja, das ist halt ein grundsätzlicher Unterschied. Und für uns ist das, was wir hätten kriegen können, ist abgeschöpft. Das war auch überlebensnotwendig, um dem Verein halt die wirtschaftlichen Grundlagen weiterhin zu geben. Aber jetzt im Moment habe ich jetzt nichts gehört, dass da wiederum Töpfe aufgemacht werden, um auch diese Löcher, die jetzt natürlich entstehen, auch deckeln zu können.
Rostock darf ja nur jetzt auch am vergangenen Wochenende 1.000 Zuschauer haben. Beim HSV sind es jetzt, wenn Rostock kommt, am Sonntag sind es 15.000 Zuschauer. Alle hoffen natürlich, dass so schnell wie möglich wieder so viel wie möglich Zuschauer zurückkommen. Realistischerweise wird das ja noch ein paar Monate andauern. Gibt es irgendeinen Moment, wo Sie sagen, dann, wenn das bis März dauert oder, dann würde es wirklich existenziell für Hansa Rostock werden? Oder ist die Saison erstmal gesichert, no matter what? Nee, also wir sind so aufgestellt, dass wir sicherlich überleben können. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist aber viele andere Vereine, die vielleicht andere Ziele haben innerhalb der Liga, die viel Geld dafür in die Hand genommen haben, um diese Ziele auch erreichen und dafür gewisse Grundlagen auch oder von gewissen Grundlagen auch ausgehen, was den Zuschauerschnitt letztendlich betrifft. Und wenn der dann auf Null fällt oder nahe Null fällt, dass dann arge Probleme entstehen. Ich habe schon gesagt, also wir werden wiederum Lösungen finden und müssen und das werden wir auch tun, wie wir es in den zurückliegenden 18 Monaten auch getan haben. Und ich sehe für Hansa Rostock aufgrund seiner starken Hansa-Familie, was Fans, Sponsoren und dem starken Zusammenhalt, was das betrifft, sehe ich eigentlich so in die Zukunft, dass ich glaube, dass auch der Verein diese Phase überstehen wird. Dann lassen Sie uns über ein paar schönere Dinge sprechen, zum Beispiel Ihre Zeit beim HSV von 2001 bis 2005. Jetzt kommen Sie ja zurück ins Volksparkstadion nach knapp 15 Jahren. Gibt es Ex-Kollegen, die Sie treffen werden? Auf wen freuen Sie sich besonders? Ja, ich war als Spieler schon so und bin jetzt als Verantwortlicher auch nicht anders, dass ich eigentlich kein Fußballtourist bin und irgendwo hinfahre, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich bin immer noch so fokussiert wie als Spieler auch. Mir geht es ja nicht darum, irgendwelche Leute zu treffen, mir geht es darum, Punkte zu holen. Und wenn am Rande dieses Spiels man dann Leute trifft, dann ist das schön, dann kann man sich in Ruhe drüber unterhalten. Aber ich bin eigentlich immer noch ähnlich angespannt, wie ich es als Spieler auch war. Und alles, was außerhalb des Platzes passiert, lenkt mich eigentlich ein Stück weit nur von dem Fußballgeschehen ab. Natürlich ist es jetzt ein Stück weit anders, weil ich auf dem Platz selber keine Verantwortung mehr habe. Ich habe es halt außerhalb des Platzes. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Eigenschaft, die habe ich mir ein Stück weit erhalten, weil ich auch der Meinung bin, dass ich das ja auch ein Stück weit vorleben muss, weil es mittlerweile halt auch so ist, dass es viele Ablenkungen für die Spieler halt gibt, die es zu meiner Zeit eventuell nicht gab, gerade auch was die Medien betrifft. Und das ist auch, denke ich mal, extrem wichtig, auch für die Jungs, dass sie da nicht sich auf ein Spiel freuen, weil sie 6 Kumpels treffen, sondern die sollen fokussiert sein und sollen das Spiel entsprechend angehen. Und die können nach dem Spiel dann sich mit ihren Kumpels treffen, aber vor dem Spiel geht es darum, sich zu konzentrieren. Im Spiel geht es darum, die Punkte zu holen. Und nach dem Spiel, wenn man die Punkte geholt hat, dann kann man auch entspannt sich mit Jungs unterhalten. Dann müssen Sie aber am Wochenende sehr stark sein, weil wir haben sehr wohl den ein oder anderen Kumpel von Ihnen gesprochen, der sich sehr freut auf ein Wiedersehen. Und einen haben wir ja, der U15-Trainer des HSV, der dafür gesorgt hat früher, dass hier nicht ganz so viele Stürmer auf Sie zugelaufen sind. Und der hätte noch eine Frage an Sie. Mensch, Pieke, ja, da bist du endlich mal wieder in Hamburg. Ja. Schön, dich in Hamburg mal wieder begrüßen zu dürfen. Erst recht jetzt, wo du mit der Hansa-Kogge da bist und ja, freue mich, dass ihr auch wieder in der zweiten Liga seid und mich als Mecklenburger, ja, macht das ganz besonders stolz. Und da bleibt mir eigentlich nur eine Frage. Wann sehen wir uns denn in der ersten Liga wieder? Bis bald und grüß mir den Paule. Ja, Grüße an Paule von Basti Reinhardt, Ihrem ehemaligen Mitspieler. Ja. Haben Sie denn die Jahre häufiger mal wieder gesehen? Eigentlich nicht so wenig Berührungspunkte gehabt. Ich habe natürlich seinen Weg verfolgt. Er war ja auch mal in der Verantwortung beim HSV. Ist ja jetzt schon ein bisschen länger als Nachwuchstrainer in der Akademie beim HSV unterwegs und macht da, glaube ich, auch einen guten Job, insoweit ich das beurteilen kann. Ich werde natürlich die Grüße an Paule, also Stefan Beinlich, ausrichten, der bei uns NLZ-Chef ist. Basti ist ein guter, sympathischer Kerl und glaube auch, dass er sehr gut zum HSV passt. Trauen Sie sich eine Antwort auf seine Frage zu? Die ist zwar nett, die Frage, aber die ist ja sehr weit weg. Also für uns zumindest. Der HSV hat natürlich die Ambition, aber dass es nicht so einfach ist, das haben die letzten Jahre letztendlich auch gezeigt.
dass es innerhalb der zweiten Liga halt immer Mannschaften gibt, die ja entweder etabliert sind und ein Stück weit einen Vorteil haben, die Liga zu kennen und dadurch auch ihre Stärke zeigen können, oder halt Mannschaften, die halt mit einem großen finanziellen Polster, was beim HSV ja auch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen dünner wird, um entsprechend aufgestellt zu sein, muss man sehen. Aber das zeigen ja auch jetzt, auch in dieser Saison wieder letztendlich die Ergebnisse, wenn man Schalke sieht, wenn man Werder Bremen sieht, wie schwierig das ist, wirklich vorne wegzufahren. Da hast du halt immer mal Mannschaften, die dann ein besonders gutes Jahr haben, die einen Lauf kriegen oder was auch immer. Am Ende ist wichtig, überzeugt zu sein von seinem Weg, den konsequent zu gehen und auch gut und in Ruhe zu arbeiten und das zu glauben, wovon man überzeugt ist, dass es erfolgreich ist. Und dann wird sich über Dauer dann auch letztendlich, wenn man nicht zu viele Fehler macht und zu viele grundsätzliche Entscheidungen falsch trifft, dann auch der Erfolg einstellen. Ja, Sie haben es gesagt, also der HSV kennt mittlerweile die zweite Liga ganz gut, tut sich aber immer wieder schwer, auch dann bis zum Ende das zu schaffen, gerade den Aufstieg. Hansa Rostock hat sich ja auch sehr schwer getan, aus der dritten Liga wieder in die zweite hochzukommen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt hat es im letzten Jahr geklappt. Es war auch sehr, sehr eng am Ende noch. Was würden Sie sagen, was war so das Erfolgsrezept dann am Ende, dass Sie das dann geschafft haben? Ja, ist ja immer von vielen Seiten. Die Frage kommt oft von Leuten, die halt uns dann auch am Ende des Tages nicht täglich begleiten konnten. Und das ist ja so selbstverständlich, dass ihr da nicht drauf geguckt habt. Aber am Ende ist das große Wort, was vielen in den Mund genommen, immer Mentalität. Also es war so, dass wir nicht die beste Mannschaft, was den Fußball betrifft, hatten. Das ist in der dritten Liga auch schwierig, dann eine Truppe hinzustellen, die halt alles auseinanderspielt. Das passiert mal, aber das waren wir nicht. Im letzten Jahr war das ein Stück weit Dynamo Dresden, die aber auch, das sieht man auch an der Kaderzusammenstellung, letztendlich am Aufstieg auch im letzten Jahr schon eine Zweitligamannschaft auf dem Platz hatten. Die hatten wir im letzten Jahr, was die Qualitäten betrifft und die Erfahrung auch betrifft, eben nicht. Wir haben halt mit unglaublichem Willen agiert. Also das heißt, dass wir viele Spiele halt, die eng waren, über die Zeit gedruckt haben, dass wir enorm viele Spiele nach Rückständen am Ende gedreht haben, viele Spiele gerade in den letzten Minuten oder Sekunden der normalen Spielzeit auch durch noch ein Tor für uns entschieden haben. Und so das letzte Spiel gegen Lübeck war aus ein Stück weit Ausdruck der ganzen Saison, wo wir es einfach über die Linie drücken wollten und dann das am Ende des Tages auch verdient haben. Ich sage immer, Fußball ist halt immer so, dass du am Ende des Tages für enormen Aufwand, für Fleiß, für Disziplin, für harte Arbeit belohnt wirst. Es ist aber nicht so, dass es immer halt eine Woche passiert oder zwei oder drei, sondern manchmal dauert es ein bisschen länger. Wichtig ist, dass man ruhig bleibt und an den Weg glaubt mit dem Trainer zusammen, dass das Ziel halt intern hat und entsprechend einen Kader zusammenstellen kann, der gewisse Fähigkeiten haben muss, wovon man überzeugt ist, dass die am Ende reichen. Und bei uns war halt der Punkt Mentalität wichtig. Und entsprechend haben wir die Mannschaft dann so zusammengestellt und ja, sind am Ende froh, dass wir den direkten Aufstieg geschafft haben, obwohl wir von der Etatgröße oder vom Budget her eher im Mittelfeld der dritten Liga waren. Aber auch da sieht man, das hat aber auch jetzt Bochum oder auch Fürth gezeigt als Erstliga-Aufsteiger, dass es nicht immer darum geht, das meiste Geld auszugeben oder das meiste Geld zu haben, sondern das ist einfach, das ist das Schöne am Fußball. Oftmals nicht nur um die entsprechenden Euros geht, sondern dass viele andere Faktoren eben auch wichtig sind. Das sieht man ja auch, wenn man auf die aktuelle Tabelle der zweiten Liga sieht, die wahrscheinlich kaum ein Experte vor dieser Saison so für den Winter vorausgesagt hätte, mit St. Pauli an der Spitze, aber auch dahinter mit Darmstadt und Regensburg. Jetzt, wo wir fast die Hinrunde abgeschlossen haben, es fehlt noch das eine Spiel HSV gegen Rostock, trauen Sie sich zu sagen, eine Prognose zu wagen, ob es denn der HSV in dieser Saison schaffen wird? Och, ich tue mich immer total schwer mit Prognosen, weil da halt so viele Sachen und so viele Störfeuer immer noch passieren können. Man kann immer nur so ein Stück weit in Statistiken gucken und von daher ist es durchaus möglich, dass der HSV am Ende mit oben steht. Also die Statistik sagt ja auch aus,
dass die Herbstmeister in der Regel große Probleme haben, am Ende aufzusteigen. Also das weiß St. Pauli auch, dass das allein die Herbstmeisterschaft sich am Ende dafür nichts kaufen können. Das war eine schöne Momentaufnahme, aber am Ende sind es halt noch ein paar Spiele zu spielen, um letztendlich durchs Ziel zu fahren. Und von daher ist das schwierig. Aber ich glaube, dass Mannschaften, die jetzt oben sind, sagen wir so unter den ersten acht ungefähr, dass die da schon ein gewichtiges Wort, wenn ich mal Werder Bremen, glaube ich, noch mit dazu nehme, damit zu tun haben, da den Aufstieg mitzuspielen. Also das in der Regel wird es dann ab Platz 9 wird es dann schwierig. Man muss mal auf die Punkteabstände gucken, dass man sich da nach oben reinspülen lassen kann. Aber wie gesagt, diese Liga, haben wir alle am Anfang der Saison gesagt, ist brutal. Ist enorm bestückt, egal was aus der dritten Liga jetzt auch hochkam, hatte man vor der Saison ja auch gesagt, dass mit Dresden, Ingolstadt und Rostock halt auch Mannschaften oben sind, die man nicht prinzipiell gleich abschreiben sollte. Und das zeigt es auch ein Stück weit, wenn ich mal jetzt Ingolstadt, die im Moment zwar unten stehen, aber die mit Sicherheit mit Didi Beiersdorf, war auch ein guter alter Bekannter aus HSV-Zeiten, jemand dazugeholt haben, nicht für die dritte Liga, sondern dafür, dass sie da innerhalb der Winterpause und innerhalb der Transferphase noch massiv aufrüsten werden, um die Mannschaft eben auch zu verstärken, um sich da rauszuspielen. Dresden, ein großer Traditionsverein aus dem ehemaligen Osten der Republik, mit einer enormen Fanbase und mit einer besonderen Wucht, genauso wie bei uns auch. Und von daher ist das im Moment eine Aufnahme, wo man drauf guckt. Wenn ich mal jetzt kurz nebenbei mir die Tabelle so ein Stück weit angucke von den Punkten her, ist natürlich mit St. Pauli, die schon einen gewissen Abstand jetzt auch haben. Das ist definitiv so auf Rang 2. Also da denke ich mal schon, dass die am Ende des Tages dann zumindest unter den ersten drei stehen können. Aber genauso wie sie Spiele jetzt gewonnen haben, die sie vielleicht hätten nicht gewinnen müssen, wo sie halt am Ende sich des Tages aber letztendlich das auch verdient haben, das zu holen. Und ein Stück weit innerhalb der Stadt natürlich für eine Verschiebung der, ich sag mal, fußballischen Machtverhältnisse eventuell sorgen, was mir natürlich extrem leid tut für den HSV, weil man da ja irgendwas über die Jahre dann in die falsche Richtung gelaufen ist, weil das gab es halt eben in der Situation eben auch noch nie, sage ich mal. Aber du hast halt innerhalb, um nochmal zurückzukommen, wer aufsteigen wird, du hast viele, viele große Vereine innerhalb der zweiten Liga. Und da werden wir sehen, was am Ende bei rauskommt. Und wenn jetzt im Moment Schalke 8er ist, Werder Bremen 9er ist, der HSV ist davor mit 7er, kann es durchaus sein, dass es am Ende des Tages auch 1, 2, 3 ist. Also wir warten es einfach ab. Bastian Reinhardt hatte ja gefragt, wann es denn das Duell Rostock gegen den HSV mal wieder in der ersten Liga gibt. Man sieht ja immer mal wieder, dass es auch ein Überraschungsaufsteiger mal schaffen kann oder man mit 2, 3 Jahren Anlauf dann auch mit einer guten Saison das durchaus schaffen kann. Haben Sie insgeheim diesen Traum, vielleicht irgendwann mit Rostock nochmal in der Bundesliga zu spielen? Ja gut, du hast ja deinen Stern, der ganz irgendwo weit weg leuchtet, ganz hell. Und das ist sicherlich so, dass wir mit Hansa Rostock mal in der ersten Liga gespielt haben, über mehrere Jahre uns erfolgreich gegen den Abstieg auch gewehrt haben und sogar mal international mit dabei waren. Aber hier geht es einfach darum, realistisch zu bleiben, ja, und keine Träume zu wecken, die wir im Moment einfach, wo wir einfach so weit weg sind, die so erfüllen. Aber trotzdem musst du ja einen Traum haben, das ist völlig richtig. Und warum nicht träumen? Also das ist ja jedem überlassen, jedem Fan. Und dass man mit harter Arbeit, aber die kommt immer an erster Stelle. Also das ist das Elementare. Du musst halt versuchen, dich erstmal ein paar Jahre innerhalb dieser zweiten Liga zu etablieren. Und da sind wir halt auch noch ein Stück weit weg. Wir sind jetzt das erste Jahr drin und müssen versuchen, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eine Mannschaft zu entwickeln, die halt diese zweite Liga auch kann. Und da sind wir mittendrin. Wir sind jetzt mit 19 Punkten. Ist das ordentlich, aber eben auch nicht mehr. Ja, also wenn ich zurückdenke, mir die Spiele nochmal so in Erinnerung rufe, haben wir durchaus einige Punkte liegen lassen. Und das darf eigentlich
ein Aufsteiger darf das nicht zu oft passieren, weil die Punkte sind halt in dem Moment weg und die kriegst du auch nicht wieder. Und du hast eine brettharte zweite Runde, wo es halt dann am Ende, wo die Nerven halt noch mit dazukommen. Die sind jetzt primär noch nicht so da, aber die kommen dann, umso weniger Spiele das werden. Und ja, da ist es wichtig, jeden Punkt, den man irgendwie zusammenräubern kann, mitzunehmen. Und dementsprechend werden wir auch in den nächsten beiden Spielen gegen HSV und auch gegen Karlsruhe auftreten. Und wir haben nichts zu verschenken und wir sind auch noch nicht in irgendwelcher Weihnachtsstimmung. Also da sind wir auch ganz weit von weg. Und von daher, erste Liga ist eine tolle Sache. Beglückwünsche jeden Verein, der da spielen darf. Aber das ist für uns im Moment noch sehr weit weg. Wie die Sterne am Himmel. Sie haben in der ersten Liga mit Basti Reinhardt gespielt. Er hat jetzt nicht gefragt, wer Ihr Lieblingspartner in der Verteidigung war. Wir fragen diese Frage auch nicht. Aber ein anderer Kollege von Basti Reinhardt und von Ihnen, der fragt diese Frage. Grüß dich, Picke. Hier ist Ufa. Ich hoffe, geht's dir ganz gut. Und meine Frage ist, welcher Verteidiger hat dir am besten gefallen, mit dem du gespielt hast? Schöne Grüße aus Prag. Ciao. Schöne Grüße von Ufa, besser bekannt als Thomas Ufa Luschi. Ja. Ja, aktuell in Prag jetzt, unverkennbar natürlich mit seiner Stimme. Ja, und seine Frage, welcher Verteidiger hat Ihnen am besten gefallen, mit dem Sie zusammengespielt haben? Da würden uns auf jeden Fall eine ganze Menge einfallen. Ingo Herz, Fanadit, Hogmar, Milan Fukal, Ulfa Luschi natürlich. Basti Reinhardt haben wir eben gehört, Daniel van Beuten zum Beispiel oder auch Khalid Boularus am Ende noch. Ja, haben wir da jemanden vergessen? Schon eine ganz gute Auflistung, oder? Nö, das passt schon. Also wenn man so die Innenverteidiger nennen will, dann sind das so. Die gibt es ein paar Außenverteidiger. Mit Holler, der auch immer von der Mentalität her und vom Dampf, das er hatte, war auch mal großartig, extrem wichtig für uns. Und ich will da gar keinen rausheben. Also es sind einfach zu der Zeit überragende Fußballer gewesen. Ufi war ein super Junge. Der ja auch richtig ans Laufen gekommen ist und eine großartige Karriere gemacht hat, auch nach dem HSV noch sehr erfolgreich war. Und es ist natürlich immer schön, von so einem alten Weggefährten nochmal was zu hören. Da ist in der stressigen Zeit heutzutage leider immer zu wenig Luft für, um das alles noch wirklich abzudecken und sich so um diese alten Freundschaften auch ein Stück weit zu kümmern, was eigentlich schade ist am Fußball, aber das ist halt leider so, aber umso mehr freut man sich, wenn man dann mal wieder nach langer Zeit was von dem einen oder anderen hört oder wenn man den einen oder anderen auch trifft, wenn es nicht unmittelbar vom Spiel ist, weil da bin ich, habe ich gerade schon angedeutet, etwas schwieriger. Sie haben gerade Freundschaften angesprochen. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Man hat wirklich ja sehr, sehr viele ehemalige Mitspieler, die man so auf alle Jahre dann noch, mit denen man in Kontakt steht. Bernd Hollerbach haben Sie gerade angesprochen, mit dem haben Sie ja auch nochmal in einem Trainerteam gestanden. Ich glaube, in der Würzburger Zeit war das. Ist das noch eine richtige Freundschaft oder ist das? Das ist auch so ein Stück weit. Hollo hatte mich ja damals gefragt, ob ich ihm mal helfen kann, weil er in Würzburg da Bedarf, einen Torwarttrainer hatte, der ihn mal kurz unterstützt. Also normal ist das nicht mein Segment, aber da habe ich Hollo halt mal 14 Tage ausgeholfen. Um ihn da ein Stück weit zu unterstützen in der Phase. Hat leider nichts gebracht, leider abgestiegen. Aber das zerläuft sich halt. Der Holler ist ja auch viel unterwegs und hat viele, viele Projekte. Und ich mittlerweile bin ja auch täglich unter Strom. Also es ist nicht so, dass ich mal irgendwie die halbe Woche durch die Gegend fahren kann oder mich mit Freunden halt treffen kann aus alten Zeiten. Aber ich hoffe, dass ich Holler irgendwann mal wiedersehe, dass wir mal ein bisschen quatschen. Er hat jetzt auch die Tage jetzt auch Geburtstag. Werde ich ihn mal anrufen, mal gucken, ob er rangeht, weil er auch immer sehr beschäftigt ist. Also von daher, wie gesagt, ich freue mich, wenn wir mal wieder ein bisschen quatschen ab und zu und dann schauen wir mal. Für ein Wiedersehen können wir nicht sorgen, das müssen Sie schon selber organisieren, aber wir können zumindest für ein Wiederhören sorgen und deswegen kommt hier jetzt Bernd Hollerbach. Ja, Bigge, hier ist dein Zimmerkollege, dein langjähriger Zimmerkollege Holler. Was mich immer noch interessieren würde, und du hast es ja leider nicht geschafft, obwohl du mir immer Gummibärchen und das Kopfkissen gelegt hast, mich davon überzeugen, dass es eine gute Ernährung ist. Ich würde einfach gern wissen, ob du immer noch so viel Gummibärchen isst wie früher.
und wem du jetzt die Gummibärchen und das Kopfkissen legst, der Gabi vielleicht. Ja, das wäre nett, wenn du mir das mal erklärst. Ciao, mein Freund. Ja, das war Bernd Hollerbach, ihr ehemaliger Zimmerpartner und aktueller Trainer von St. Truiden in Belgien, unter anderem auch mit Toni Leisner und Tatsuya Ito, den ehemaligen HSV-Spielern. Ja, und er will wissen, wer kriegt heute die Gummibärchen und das Kissen? Ihre Gabi oder vielleicht jemand anderes? Meine Frau, die mag keine Gummibärchen. Also von daher hat das auch ein bisschen abgenommen, aber das ist immer noch ein Stressbewältigungsfaktor. Und irgendwann hat mir mal einer, das ist aber auch schon, glaube 40 Jahre her oder so, also es war doch ehrlich gesagt auch zu DDR-Zeiten damals gesagt, dass Gummibärchen gut wären für die Knorpelbildung, ja. Und das hat für mich, was totaler Blödsinn ist, aber egal, es klang gut und es machte die Sache etwas positiver. Und von daher habe ich das bis heute auch so beibehalten. Und jeder, der bei mir ins Büro kommt, der kriegt auch mal, habe ich immer was in der Schublade, um das auch auszuteilen, was am Ende auch eine gute Laune-Geschichte ist. Und ja, wir haben schon genug ernsthafte Themen und da kann man ruhig mal ein Gummibärchen essen, um mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Jetzt weiß ich zumindest, warum ich nie Probleme mit den Knorpeln hatte. Vielleicht haben Sie ja noch ein Geheimrezept gegen Bänderrisse, weil da habe ich so meine Probleme mit. Aber was mich mehr interessieren würde, ist, waren Sie der Erste beim HSV oder haben Sie Frank Pagelsdorf auf Gummibärchen gebracht oder eher Sie? Weil der hatte da auch immer irgendwie sein Gummibärchen-Problemchen, nenne ich mal. Ich glaube, Pagel hat das ich glaube, damals schon, wo ich ihn bei Union, glaube ich, ging das, glaube ich, bei ihm schon los. Und dann hat er es mitgenommen zu Hansa Rostock und letztendlich auch zum HSV. Also von daher, das ist so ein Ding. Aber ich glaube, Pagel hatte auch ganz gerne mal einen Schokoriegel oder sowas. Also der war da nicht so eingeschränkt. Also, aber geschadet hat es ihm am Ende ja nicht. Ne? Also von daher, alles gut. Mit Frank Pagelsdorf waren Sie ja damals in Berlin zunächst und dann aber auch in Rostock und dann nochmal beim HSV. Also gleich bei drei Vereinen zusammen. War er es dann eigentlich auch, der Sie aus Rostock zum HSV geholt hat? Ja, klar. Also Frank ist für mich eine ganz, ganz wichtige Person, was meine Karriere betrifft. Weil er, also die Fähigkeiten, die ich damals hatte, ich war jetzt nicht der Spieler, der großartig über das überragende Talent vielleicht verfügt hatte. Aber bei mir, ich hatte halt andere Fähigkeiten, die ihm gefallen haben und die ich stets eingebracht habe. Torhüter sind ja immer so ein bisschen bekloppt oder waren es zumindest. Und so eine gewisse Verrücktheit ist, denke ich mal, auch ganz, ganz angebracht, auch heutzutage noch im Geschäft. Und von daher, glaube ich, hab ich immer so ein bisschen das auch erfüllt, was er sich erwartet hatte, weil sonst hätte er mich nicht von Verein zu Verein auch mitgenommen. Das Lustige ist ja, er hat das Gleiche, was er mit Ihnen gemacht hat, hat er ja auch mit Sergej Barbaras gemacht. Der war auch Union Berlin, Hansa Rostock, HSV. Den würde ich jetzt als ganz anderen Charakterkopf bezeichnen, als Sie es sind. Also irgendwie ist Frank Pagelsdorf da sehr breit aufgestellt oder irre ich mich? Ja, aber das sind alles Jungs, die ganz schlecht verlieren konnten. Also das verbindet uns eigentlich nie. Also das ist wirklich so. Egal, was da der eine oder andere auf dem Flaus im Kopf hatten, wenn es da auf den Platz ging, dann gab es da keine Verwandten mehr. Ne? Also das ist einfach so. Und das ist ja auch eine völlig normale Geschichte, was Pagel gemacht hat, was heutzutage völlig normal ist, dass die Trainer halt auch nicht nur Experimente machen wollen mit Spielern, die sie überhaupt nicht kennen, sondern dass es in ganz vielen Mannschaften Trainer gibt, die ihre Jungs dann auch aus ihren Ex-Vereinen gerne wieder mitnehmen wollen würden, wenn es natürlich das fußballische Niveau erlaubt. Das ist immer wichtig, ja. Wenn natürlich jemand in der dritten Liga trainiert hat und springt in die erste, ist es natürlich schwierig, da die Spieler, die in der dritten Liga gespielt haben, mit in die erste Liga zu nehmen. Das ist erstmal, aber wenn es sich innerhalb der gleichen Liga, wenn sie sich innerhalb der gleichen Liga befinden, die Vereine, gibt es natürlich auch noch Abstufungen, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist es so, dass dann Vereine oder dass Trainer schon gerne auf das zurückgreifen, was sie kennen und wo sie wissen, was sie bekommen und worauf sie sich verlassen können und worauf eben auch nicht. Und das ist, um so ein Stück weit eine Stabilität auch in ihrer Arbeit zu haben, so müssen sie halt nicht 30 neue Spieler kennenlernen, sondern vielleicht nur 15 oder nur 20. Und das hilft dann doch schon für eine entsprechende Entwicklung dann in dem Verein. Mhm. Mit dem Namen Frank Pagelsdorf verbindet man natürlich in Rostock gute alte Bundesliga-Zeiten, aber auch beim HSV natürlich
gute alte europäische Zeiten. Wir erinnern uns dann natürlich alle an das 4:4 gegen Juventus Turin damals. Und ein Podcast, in dem es um Hansa Rostock und den HSV geht, da darf natürlich auch Frank Pagelsdorf nicht fehlen. Deswegen hören wir ihn jetzt selbst. Hi Pieke, hier ist dein Ex-Trainer. Ich soll dich was fragen, ich habe aber zwei Fragen. Die eine Frage ist, was ist für dich stressiger? Der Job als Manager oder deine Situation als Torwart? Was ist für dich stressiger? Die zweite Frage ist, wie hieß nochmal die Diskothek, wo wir mit der Mannschaft von Union Berlin nach den Spielen immer waren? Liebe Grüße, Frank, bis dann, Pieke, tschüss. Ja, fangen wir mal von hinten nach vorne an, würde ich sagen. Ja. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren als erstes. Wie hieß die Diskothek, wo Frank Pagelsdorf und Marken Piekenhagen zusammen getanzt haben? Also getanzt haben wir nicht, weil Pagel war genauso ein schlechter Tänzer, wie ich es auch war und immer noch bin. Also wir haben uns eigentlich meistens an der Bar aufgehalten. Und das ist eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr, ich kann mich an die Abende noch erinnern. Das war bei Union noch... War das eine Stärke damals für die Mannschaft, dass wir viele Dinge auch zusammen unternommen haben. Ja, also meistens nach den Spielen oder Beginn der Woche, also vor den Spielen, hat uns auch keiner mehr gesehen irgendwo. Aber da war der Trainer halt mit dabei, ne? Und es ist eine besondere Situation. Ich glaube, das gibt es heutzutage relativ selten. Das ist aber dann nach der Union-Zeit, war das nochmal ganz kurz in Rostock. Das kann ich, glaube ich, so sagen, ohne dass Pagel mir böse ist. Waren wir da auch nochmal ab und zu unterwegs mit dem Coach, aber das war dann, das wurde dann immer weniger, bis es ganz aufgehört hat, was auch völlig normal ist, weil einfach, ja, das ein Stück weit nicht mehr, glaube ich, hat nicht mehr so in die Zeit gepasst und damit wirst du dann als Trainer ja irgendwann auch konfrontiert, dass man das auch gar nicht gerne sieht, aber uns hat es damals echt geholfen als Mannschaft, weil wir als Team auch extrem eng zusammengestanden haben und ich weiß noch, dass die Diskothek in Friedrichshain war, in Berlin, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist zu lange her. Ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt. Da gibt es auf jeden Fall einige Diskotheken, die mir da einfallen würden in Friedrichshain. Mit über die Jahre sind es, glaube ich, auch noch ein paar mehr geworden. Wie sieht es mit Sergei Barbares aus? War der da auf der Tanzfläche dann zu finden? Nee, Sergei hatte schon ein bisschen mehr den Move. Der konnte das schon ein bisschen besser. Aber Sergei war auch ein bisschen eher der Zurückhaltende. Also das waren wir eigentlich alle. Also na gut, es gab auch immer den einen oder anderen, der da schon abgegangen ist auf der Fläche. Aber... Es gab auch welche, die immer etwas zurückhaltender in Ruhe an der Bar waren und ihr Wasser getrunken haben mit Zitrone und das war dann auch in Ordnung. Wo sind Sie denn mit den Jungs dann ohne den Trainer in Hamburg am liebsten unterwegs gewesen? Ja, da blieb eigentlich wenig Zeit. Also da ist man ja auch schon ein bisschen älter geworden dann. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann ist auch die Lautstärke dann letztendlich entscheidend, um sich ein bisschen zu erholen. Und da war ich war eigentlich in den Clubs nicht so viel unterwegs in Hamburg, also so gut wie gar nicht eigentlich. Ich war mehr essen, das ist so mehr so mein Ding, da wo ich mich mit Leuten dann auch unterhalten kann. Weil wenn ich die Zeit mir dann mal nehme, dann muss ich nicht bis nachts um, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 oder durch die Nacht toben, um dann irgendwie 2 Tage zu brauchen, um wieder einigermaßen auf der Höhe zu sein. Deswegen gehe ich lieber gepflegt essen, trinke mir einen schönen Rotwein. Und kann mich entsprechend mit den Leuten noch unterhalten bei einer Lautstärke, die halt nicht so permanent ins Ohr reinknallt, als wenn ich an der Box irgendwo stehe. Aber das Zwick sagt Ihnen schon noch was, oder? Der Name ja, aber da war ich, wie gesagt, ich war da nicht unterwegs. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, Sergei Barbares. Der kennt sich da besser aus, glaube ich. Ja, oder Sergei Barbares, ich glaube, der wird uns nicht böse sein, wenn der kennt sich, glaube ich, in der Schanze zumindest auch ganz gut aus. Aber sein. Vor allen Dingen hatte Frank Pagelsdorf noch eine zweite Frage, nämlich was für Sie stressiger eigentlich ist. War es früher der Torwartjob, wo Sie sich extrem darauf fokussiert haben? Oder ist es heute der Job mit der Gesamtverantwortung als Sportvorstand bei Hansa Rostock? Weil es ist grundsätzlich komplett andere Dinge. Ne? Also ist schon so, dass hier der Job als Sportvorstand, da bist du halt auch, wenn du, ich sag mal, 12 Stunden am Tag arbeitest, gehst du nach Hause und hast trotzdem noch 1000 andere Sachen im Kopf, die noch gemacht werden müssen, organisiert werden müssen. Das hat aber letztendlich auch mit der Struktur innerhalb des Vereins und mit der personellen Besetzung zu tun, dass ich halt extrem viel im Tagesgeschäft auch beschäftigt bin und gerade auch durch die Pandemie mit den Abläufen der erste Ansprechpartner bin und da auch alles organisiere. Also das ist einfach der Situation im Verein selber geschuldet. Als Spieler bist du halt
Das darf man aber auch nicht immer so unterschätzen, dass die nur, sagen wir mal, so eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Trainingsplatz stehen und dann haben die den ganzen Tag frei. Das ist eben auch nicht der Fall. Also weil da geht es extrem viel auch um Vorbereitung, Nachbereitung, um entsprechende Ernährung, um Sondertrainingspläne, die man halt nicht auf dem Gelände absolviert. Weil da hat der Tag auch schon ein paar Stunden mehr als nur zwei. Und da geht es um genügend Schlaf und all die ganz, ganz viele Punkte, die man eigentlich von außen nicht so beurteilt, weil es halt auch wichtig ist, dass du jeden Tag zu 100% fit bist und dein Körper wieder auf das Niveau gebracht hast, dass er wenig verletzungsanfällig ist, dass er wenig anfällig ist für Krankheiten und so weiter. Und das ist ein Job, der dauert eben auch den ganzen Tag. Also von daher, beides ist intensiv. Ich glaube aber, dass gerade Organisation, strukturelle Arbeit und so weiter innerhalb des Postens, den ich jetzt habe, schon sagen wir, für den Kopf an sich etwas intensiver und anstrengender ist. Wir haben ja schon gehört, Sie waren nach Ihrer Karriere auch kurz mal Torwarttrainer. Sie waren auch selbst mal Trainer beim FC Mecklenburg-Schwerin. Jetzt sind Sie Manager. War das dann eigentlich klar, dass Sie dann doch in das Organisatorische gehen wollen, auf die Management-Ebene? Oder war eigentlich der Plan, dann Trainer zu werden? Ja, ich war einfach von Anfang an schon in der Richtung Management unterwegs. Habe ja damals beim HSV auch neben meiner fußballischen Karriere auch Sportmanagement schon studiert an der Fernuni und habe das Ding auch abgeschlossen und wollte eigentlich immer in diesen Bereich rein. Torwarttrainer wollte ich nie werden. Das war damals nur ein Gefallen für einen Kumpel, für Holler damals, als ich das gemacht habe. Und die Trainerscheine waren mir eben wichtig, dass ich die mache, um einfach mal die Situation eines Trainers auch entsprechend einschätzen zu können. Dadurch habe ich halt bis zur A-Lizenz hoch alles durchgemacht und war dann auch mal aktiv Trainer, um auch das Geschäft mal kennenzulernen. Aber Amateurbereich, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ist halt ein grundlegend anderes als der Profibereich, weil der Amateur an sich halt andere Prioritäten hat in seinem Leben. Da geht es halt um Job, der wichtig ist oder wichtiger als Fußball. Da gibt die Familie, die wichtiger ist als der Fußball und vielleicht noch ein, zwei andere Dinge. Und dann wird abends irgendwann trainiert. Und da ist es noch ein Stück weit auch klar, dass die Jungs natürlich Spaß haben wollen beim Fußballspielen und das für die innerhalb dieser Woche dann auch Priorität hat. Aber für mich ist halt Fußball auch Arbeit, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen, weil sie für mich Grundlage des Erfolgs sind. Und das ist im Amateurbereich schwierig oder schwer zu vermitteln. Und wir sind damals FC Mecklenburg-Schwerin aufgestiegen in die Oberliga. Und dann wurden die Umfänge halt nochmal etwas mehr. Und dann ist es schwierig, neben der Mannschaft dann auch den ganzen Verein mitzunehmen, weil ich mag es einfach nicht, wenn man keine Entwicklung hat und wenn man stillsteht und mit dem zufrieden ist, was eben da ist. Und dann tun sich halt so ein paar Sachen auf und dann muss man sich halt auch davon verabschieden, so war es da. Aber es hat mir unheimlich viel Erfahrung gebracht, weil ich da auch schon viele Dinge machen musste, weil ich da auch sportlicher Leiter war in dem Bereich, viel mit Gremien zu tun hatte, viel mit Verbänden zu tun hatte. Also ganz banale Sachen wie Spieler anzumelden oder abzumelden oder was auch immer, ich weiß halt, wie das halt funktioniert. Im Moment muss ich das nicht mehr machen, weil da habe ich jemanden, der mit den Verbänden arbeitet. Bei der DFL ist es jetzt noch mal einfacher geworden, weil das Ganze online-basiert ist. Aber das sind Sachen, ich habe von der Pike auf alles, wie man so schön sagt, alles gelernt und kann das entsprechend auch beurteilen, wenn jemand mir sagt, das ist mir zu viel Arbeit oder es ist irgendwas, ist es total schwer. Also, weil das ist es nicht. Du brauchst nur das Engagement. Also jeder Punkt, den ich auf diesem Wege hinter mich gebracht habe, hat mich ein Stück weit an diesen Job hier beim FC Hansa Rostock rangebracht. Und um das auch mal zu sagen, ich liebe diese Arbeit. Also weil wenn du diesen Job nicht gerne machst und diesen Job nicht liebst, dann kannst du ihn auch nicht erfolgreich betreiben. Weil wenn du jeden Tag, egal was du tust, zur Arbeit gehst und sagst, so eine Scheiße, jetzt muss ich schon wieder hier rumsitzen und weiß gar nicht, was ich machen soll, dann bleib lieber zu Hause und mach was anderes. Und lass dir jeden Tag sagen, was du tun sollst. Und deswegen bin ich froh, auf diesem Posten zu sein. Sie haben eben gesagt, Sie haben das ja alles von der Pike auf gelernt. Sie haben selber gesagt, ein abgeschlossenes Sportstudium, Sportmanagementstudium und arbeiten ja jetzt ja schon seit einer ganzen Weile in diesem Job als Sportvorstand, haben sich trotzdem jetzt entschieden, an dem Managerkurs der DFL und vom DFB teilzunehmen, den Sie jetzt gerade aktuell auch absolvieren. Warum? Sie sind ja schon eigentlich fertig ausgebildet, hätte ich jetzt gesagt. Genau, aber trotzdem gibt es da immer noch viele Geschichten, die mich extrem interessieren. Also neben dem Netzwerk, was man da erweitert, weil man viele
Menschen kennenlernt in dem Job aus anderen Vereinen, wo man wirklich tiefgründig über Fußball, Strukturen, Personalmanagement und so weiter reden kann, über die Aufgaben, die in den Vereinen von den Leuten umgesetzt werden, in welchem Konstrukt sie da arbeiten, mit welchen Leuten die zusammenarbeiten. Das ist für mich einmal diese persönliche Ebene mit den Teilnehmern plus die Inhalte, die da vermittelt werden. Da geht es halt auch um Persönlichkeitsentwicklung, wie man nach außen wirkt, welche Inhalte man von der Führungsebene her an seine Mitarbeiter weitergeben sollte, wie man sich selber sieht, wie einen andere sehen. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, viele Module. Da geht es auch um Spielanalysen, dann irgendwann, also ganz viel Input, wo ich hoffe, da ganz viel mitnehmen zu können für meinen Job. Viele neue Dinge, die man vielleicht aufgrund der Tatsache, dass es ja auch mein erster Job ist, sagen wir mal so, im Profifußball auf dieser Position, wenn ich jetzt schon fünf andere Vereine oder in fünf anderen Vereinen gearbeitet hätte, hätte ich natürlich viel mehr Input auch gehabt aus anderen Vereinen, was Strukturen und Abläufe und so betrifft, aber die habe ich nicht. Und von daher ist für mich das immer enorm wichtig, auch hier Möglichkeiten anzunehmen, um ein Stück auch weiterzukommen, um sich weiterzubilden, um halt den Job, den man macht, auch möglichst gut und besser machen zu können. Weil ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, ich finde es doof, wenn man mit dem zufrieden ist, wie es da war. Da war ich als Spieler anders und da bin ich in der Position eben auch anders. Und möchte halt täglich auch neue Ideen haben, auch von meinen Mitarbeitern, die sollen zu mir kommen, sollen mir sagen, was sie für Ideen haben. Am Ende wird man darüber reden und natürlich kann man nicht alles umsetzen, aber es wäre traurig, wenn keiner mehr kommt und weil der Bickenhagen blöd ist und alles wegschmeißt, sondern im Gegenteil. Ich versuche da über viele Sachen zu diskutieren. Wir sind täglich im Austausch mit unserem NLZ zum Beispiel, was wir da verbessern können, um auch da wieder eine bessere Performance hinzulegen zu kommen, eine bessere Ausbildung hinzukriegen. Und das sind alles Dinge, die in diesem Lehrgang noch zusätzlich vermittelt werden und viele Dinge, die der DFB, die DFL halt auch sieht, die sie gerne transportieren möchte, was ihnen wichtig ist, um da eben auch ja, die Führungsposition in den Vereinen auch entsprechend auszubilden. Können Sie mal sagen, wie oft Sie dann in diesem Lehrgang teilnehmen? Also läuft das alles nebenbei oder sind Sie dann mal für paar Tage da? Oder? Ja, das sind verschiedene Präsenzphasen. Natürlich jetzt durch Corona wieder ein bisschen schwierig. Wir hatten bis jetzt eine Präsenzphase in Frankfurt. Dann haben wir voraussichtlich die eine in Berlin und zwischendurch kriegst du über den Online-Campus kriegst du immer Aufgaben gestellt, die dann besprochen werden. Da gibt es dann Konferenzen und so weiter, die du dann absolvieren musst, um verschiedenste sachliche Dinge auch bearbeiten zu können. Oftmals ist es aufbauend auf die Präsenzphase, werden dann in der Nachbearbeitung dann Aufgaben gestellt, um mit dem erworbenen Wissen das letztendlich anwenden zu können. Wann werden Sie sich jetzt das nächste Mal, wenn Corona es denn zulässt, in Berlin treffen? Im Januar sollte das sein. Also ich weiß nicht, ob es stattfindet, werden wir sehen, aber im Januar sollte das Meeting dann sein. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Kollegen von Ihnen, die dabei sind. Sie haben selbst gesagt, das Netzwerk ist da eine tolle Möglichkeit. Vom HSV ist zum Beispiel Klaus Koster dabei. Sprechen Sie sich alle jede Woche, so wie wir es jetzt gerade tun, per Zoom oder ist der wöchentliche Austausch dann doch eher begrenzt? Nee, also das mit den Teilnehmern an sich hat man da ein Stück weit wenig Kontakt, weil es eigentlich alle Leute sind, die ja in ihrem Tagesgeschäft auch enorm zu tun haben. Auch Klaus ist ja ständig unterwegs und er hat jetzt auch keinen Bock, weil wir sind ja auch ein Stück weit auch Konkurrenten. Also worüber sollen wir reden? Sollen wir darüber reden, welche Spieler er scoutet? Ja, schön für mich die Information. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Aber umso mehr hast du mit den Leuten eben dann auch zu besprechen, wenn du sie vor Ort triffst. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Freund von diesen Zoom-Geschichten. Ich mag das schon gerne, den persönlichen Kontakt zu haben, an einem Tisch zu sitzen und zu quatschen, um eben auch ein Stück weit diese Interaktion zu haben. Und die kriegst du halt über diese Zoom-Konferenzen halt nur bedingt. Also wir haben Kontakt zu den Lehrgangsverantwortlichen, die Aufgaben letztendlich stellen und können da unsere Fragen stellen und so weiter. Aber wie gesagt, jeder von uns ist im täglichen Geschäft und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da ständig mit den Verantwortlichen da reden muss, weil ich habe ja so ein Stück weit, wenn ich das so mal sagen kann, ohne dass sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt, bin ja schon in der Position,
wofür diese Ausbildung eigentlich steht. Aber das ist eben für mich auch eine gute Situation, eben auch zu gucken, bewege ich mich denn so, wie man das in dieser Ausbildung auch ein Stück weit vorgibt, oder sieht man da auch kontrovers ein paar andere Dinge, die man anders machen könnte oder die ich sogar falsch mache? Und da bin ich auch total offen, was das Thema betrifft, wie gesagt, Weiterentwicklung ist elementar. Klaus Costa wurde ja von Jonas Beuth aus Leverkusen mit dann zum HSV geholt. Auch Jonas Beuth hat damals in Leverkusen quasi alles von der Pike auf gelernt, in diesem Manager-Job, also all diese Stationen, die man dann so durchläuft. Haben Sie mit Jonas Beuth mal zu tun gehabt? Ich vermute mal so in Verhandlungen um Aaron Opoku zum Beispiel. Gibt es da regelmäßigen Kontakt zu Jonas Beuth? Nö, eigentlich nicht. Aber die Struktur ist ja beim HSV ein Stück weit, glaube ich, anders. Ich weiß gar nicht, ob Mutzel da mehr der Ansprechpartner in dem Segment ist. Ich glaube, Jonas Beuth schaltet sich dann wirklich bei Vertragsgesprächen letztendlich ein. Ich habe nur bedingt da mit Jonas Beuth Kontakt, aber es ist ja auch nicht, ich sag mal so, wir sind ja auch nicht der Nabel der Welt für den HSV, dass er da mit mir immer reden muss oder irgendwas austauschen muss. Dafür kennen wir uns eben auch, ich kann sagen, gar nicht. Aber was auch nicht weiter dramatisch ist, weil ich glaube, er hat auch genug zu tun beim HSV, um dem Druck, der dort ist, auch standzuhalten und um da eben auch die richtigen Entscheidungen für den Verein zu treffen, um ihn letztendlich wieder in die erste Liga zu schieben, wo sich beim HSV ja auch alle ein Stück weit sehen in der Zukunft. Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich eigentlich gar nicht kennen, also auch nie zum Beispiel auf dem Golfplatz über den Weg gelaufen, weil Sie ja beide leidenschaftliche Golfer sind, bei irgendeinem Fußball-Promi-Turnier oder sowas, was es ja immer mal wieder gibt. Never ever? Nee, also ich bin ja, seitdem ich hier in Amt und Würden bin, glaube ich, war ich irgendwie viermal auf dem Platz. Und das mit meiner Tochter, weil die jetzt angefangen hat, Golf zu spielen, dann stehe ich dann daneben und drücke ihr die Daumen. aber sonst ist das einfach zu viel Zeit, die dann da ein Stück weit verloren geht, jeweils in der jetzigen Phase. Und das wird sicherlich irgendwann in der Zukunft mal so sein, dass ich mir da auch wieder meine Freiräume nehme. Aber für mich ist jetzt Golfspielen in der Situation jetzt nicht primär wichtig. Da bin ich in meiner Freizeit lieber mit meiner Familie zusammen und verbringe da die Zeit, weil die kommen auch ganz schön kurz. Und da bin ich auch froh, dass die mich nach meiner fußballischen Karriere auch weiterhin so unterstützen, dass sie mir die Freiräume geben, weil der Job ist halt, der ist halt nicht von 9 bis 17 Uhr, der ist halt ein bisschen offen nach hinten oder vorne. An Ihre Golfkünste hat auf jeden Fall jemand ganz besondere Erinnerungen noch. Ich könnte mir auch vorstellen, jemand, der damals auf der Tanzfläche durchaus mit dabei war. Haben Sie eine Idee, wen wir meinen? Nee, vielleicht Erik Meyer, das kann ich mir vorstellen. Mit dem habe ich es ein oder andere Mal gespielt, aber sonst wüsste ich nicht, wer das sein sollte, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Volltreffer. Moin, moin, Picke. Wenn ich nochmal zurückdenke an unsere gemeinsame Zeit beim HSV, denke ich auch zurück an Golfspielen mit dir. Mann, haben wir einen Spaß gehabt. Ein Ding ist für mich für immer hängen geblieben. Vielleicht kannst du das die Leute noch mal ein bisschen erklären. Wir haben mit Ach und Krach einen Startplatz bekommen auf Valderrama. Platz Nummer 1 damals in Europa. Kannst du mir die ersten 6 Löcher noch mal erklären? Liebe Grüße, Erik Weyer. Ciao, ciao. Was war da auf den ersten 6 Löchern los in Valderrama Golfclub? Ja, also Valderrama war, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mittlerweile da aussieht, aber was Erik schon sagte, war es einer der besten Plätze in Europa, wenn nicht der beste. Und wir hatten damals über irgendwelche Kontakte die Möglichkeit bekommen, da zu spielen. Und ich hatte damals Handicap, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Mitte 20, 25, 26. Erik war schon immer besser wie ich. Und dann haben wir halt da gespielt und ich habe echt Grütze gespielt. Also ich habe rumgehackt ohne Ende und ich wollte nach 6 Löchern aufhören, weil mir einfach das Geld so wehgetan hat, was ich dafür bezahlt habe, für den Mist, den ich ja gespielt habe. Und habe ehrlich echt gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß, mach alleine weiter, ich hab hier keinen Bock mehr, weil das ist einfach nur schade, wenn du so einen geilen Platz hast und spielst so einen Mist. Ja? Also das hat mich halt genervt, aber am Ende haben wir es dann doch noch durchgezogen und
Ja, es war okay, aber damals war ich auch noch ein Stück weit vom Ehrgeiz zerfressen, was das Golfspielen betrifft. Das hat sich wesentlich geändert, weil das ist ja eine Freizeitgestaltung und sollte es ja eigentlich entspannen bei. Aber damals war das so ein bisschen anders und ja, auch Erik konnte mich dann dazu bewegen, dass wir das Ding halt zu Ende gespielt haben, die 18 Löcher. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Der Platz der Valderrama Golf Club, der liegt ja in der Nähe von Soto Grande in Spanien. Da wird der HSV jetzt im Winter auch wieder sein Trainingslager machen und wahrscheinlich auch Jonas Bolt vielleicht hier und da mal auf der Anlage zu sehen sein. Wie ist es bei Ihnen mit Hansa Rostock? Fliegen Sie eigentlich im Winter weg ins Trainingslager? Ja. Wir haben geplant, in die Türkei zu fliegen, weil das halt aus wirtschaftlicher Sicht für uns möglich ist und wir können von hier von uns von Lage, von Rostock Lage, vom Flughafen fliegen und haben dadurch durch die gute Betreuung auch des Flughafens die Möglichkeit, da die Anreise relativ schnell zu erledigen und auch den Rückflug wieder nach Rostock zu haben. Und von daher sparen wir da ein bisschen auch, was die Logistik betrifft, viel Zeit. Und Türkei ist halt auch in den letzten Jahren bei uns immer das Thema gewesen, weil du halt deutlich weniger bezahlst und trotzdem vor Ort eben sehr, sehr gute Bedingungen vorfindest. Wir werden entsprechend der Vorgaben, die wir gemacht haben, auch in der Blase leben dort in dem Hotel, weil natürlich aufgrund der Corona-Inzidenzen, die in der Türkei, glaube ich, andere sind wie bei uns, aber in der Türkei weiß ich eben auch nicht, ob das immer alles so stimmt, was man da hört. Aber wir versuchen das Optimale rauszuholen und unserem Trainer ist es auch wichtig, da diese Woche zu sein, um eben auch verschiedenste Dinge in Ruhe einstudieren zu können und probieren zu können, um auch unter entsprechenden Bedingungen, weil natürlich in Deutschland die Plätze ja nicht so toll aussehen, zumindest bei uns nicht, um wirklich konzentriert arbeiten zu können. Und von daher freuen wir uns alle, dass wir diese Woche machen können, immer vorausgesetzt, wir erleben jetzt nicht noch Dinge, die uns davon abhalten, was eventuelle Quarantänepflichten oder ähnliches oder völlig exorbitant steigende Zahlen betrifft. Aber Stand heute ist es so, dass wir da eine Woche hinfahren werden, um uns gut auf die zweite Halbserie vorzubereiten. Der HSV hatte das Trainingslager in Soto Grande eigentlich ziemlich lange schon klar gemacht und ist dann nochmal ins Grübeln gekommen, genau was Sie gerade sagen, weil dann die Zahlen nach oben gegangen sind und jetzt gar nicht, weil man große Sorge hatte, sondern eher, weil man nicht wusste, was passiert jetzt, wenn man mit 50 Leuten in einem Flugzeug ist oder mit 30 Leuten, mit dem ganzen Staff und so weiter, wenn dann auch möglicherweise ein Nicht-Geimpfter dabei ist, was kann das für den bedeuten und so weiter. War das für Sie völlig klar, dass Sie das machen oder sind Sie auch nochmal wieder HSV ins Grübeln gekommen? Ja, du, der HSV hat natürlich die Möglichkeit, dann über einen Charterflieger, glaube ich, hatte ich gelesen. Genau. Das ist natürlich eine Luxussituation, die hätten wir auch gerne, aber das ist nicht möglich, weil dann könnten wir wahrscheinlich nur einmal hin und wieder zurückfliegen ohne ein Trainingslager, dann wäre es Geld alle. Aber ist natürlich, wenn man das machen kann, kann ich das durchaus verstehen, dass man das letztendlich so umsetzt. Natürlich ist da ein Stück weit ein Risiko da, aber die Frage stellt sich halt immer, wo ist das Risiko? Ist es größer, wenn die Jungs hier sich frei bewegen können in einem Umfeld mit einer, im Moment haben wir da, glaube ich, eine 400er Inzidenz hier in Rostock, im Umland auch ein Stück weit höher, was zu dem Zeitpunkt kann ich nicht beurteilen, da liegt Weihnachten, Silvester dazwischen. Wo ist das Risiko letztendlich größer? In einem Hotel, wo du dich nur innerhalb der Gruppe aufhältst, nur zum Trainingsbad läufst und wieder zurück? Oder wo jeden Tag die Jungs halt, wenn ich hier in Deutschland bleibe, nach Hause fahren, mit den Familien unterwegs sind, die wiederum auch viele Kontakte haben, glaube ich, sagen zu können, dass das Risiko im Trainingslager entsprechend geringer ist. Ja, das Thema Corona ist natürlich eins, was Sie als Sportvorstand auch jetzt wahrscheinlich stark beschäftigt, auch das Thema Impfen. Können Sie sagen, wie hoch da bei Ihnen die Quote ist im Team? Sprechen Sie darüber? 100%. Das macht die Arbeit deutlich einfacher, gehe ich mal von aus, weil die Quote insgesamt im Fußball ist ja sehr, sehr hoch. Aber man sieht ja, wenn man ein, zwei Fälle hat, dann kommen große Probleme auf einen zu. Mussten Sie in irgendeiner Art und Weise Überzeugungsarbeit leisten oder war das in diesem Fall einfache Arbeit für Sie? Nee, aber es ist ja immer das Gleiche. Also
Bei uns ist es so, dass wir es relativ oder schon enorm transparent machen mit Informationsveranstaltungen, auch für die Jungs von unseren Mannschaftsärzten, denen erklärt wird, was die Impfung bedeutet, was sie für Vorteile hat, was für Nebenwirkungen entstehen können. Zumindest was man im Moment zumindest weiß aus fachlicher Sicht. Und dann kann das jeder letztendlich selber entscheiden. Aber die Jungs müssen halt auch erkennen, dass sie auch dafür verantwortlich sind, dass sie Fußball spielen können. Und wenn das irgendwann eine Voraussetzung wird, geimpft zu sein, dann muss der Spieler halt für sich selber entscheiden, was er möchte. Und die Jungs haben sich bei uns entschieden, sich impfen zu lassen. Und das ist gut, dass es so ist, weil es eine gewisse Sicherheit ist. Es ist nicht die hundertprozentige Sicherheit, weil wir mittlerweile auch wissen, dass auch Geimpfte sich anstecken können und ansteckend sind und auch den Virus bekommen, auch krank werden können. Von daher ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube, dass der Fußball bzw. die Lizenzmannschaften und die Profimannschaften bis runter zur dritten Liga, sage ich mal, da schon eine Vorbildwirkung einnehmen und diese auch gerecht werden, weil sie halt dafür sorgen, dass enorm hohe Prozentzahl ihrer Profis halt auch geimpft sind. Und wenn wir den Querschnitt in der Gesellschaft hätten, dann wären wir, glaube ich, alle zufrieden. Ob das jetzt Veränderungen im täglichen Leben bedeutet, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da ist die Politik dann letztendlich gefragt, ob das so sein sollte. Aber wir aus unserer Sicht tun hier alles, um letztendlich dafür zu sorgen, dass sich viele von den Jungs, auch jetzt was die Geschäftsstelle, was den Nachwuchs betrifft, das ist ja, wenn die Sportler jünger werden, dann werden natürlich auch die Bedenken größer. Das ist auch nicht anders als in der normalen Gesellschaft, das ist bei uns im NLZ eben auch so. Aber auch da konnten wir relativ gut einwirken, dass da auch viele Jungs sich haben impfen lassen. Wir sind ja kein Corona-Podcast und auch kein Politik-Podcast, sondern wir wollen über Fußball sprechen und wir kommen jetzt so langsam zum Ende und zwar mit unserer Abschlussrubrik. Meine Top 3. Genau, meine Top 3 ist unsere Abschlussrubrik und wir haben uns gedacht, Sie als ehemaliger Torwart, der ja auch einen Neffen hat, der in der zweiten Bundesliga spielt mit Kevin Müller beim FC Heidenheim. Ist das eigentlich Zufall, dass er auch Torwart ist? Ja, also ich habe ihn da nicht hingedrängt. Das hat er sich ganz alleine ausgesucht. Sehr gut. Und deswegen wollen wir von Ihnen wissen, Sie kennen sich ja in der zweiten Liga gut aus. Wer sind denn Ihre 3 Top-Torhüter in der zweiten Liga aktuell? Oh, das ist schwierig. Also da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen, außer einen, das ist Kolke. Der spielt durch Zufall bei uns, weil ich finde, dass Markus einen richtig guten Job macht. Und es gibt mit Sicherheit noch einige andere Torhüter in der Liga, die auch einen guten Job machen, aber ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich will da auch keinen zu nahe treten. Das liegt mir nicht da in der Öffentlichkeit. Nicht, dass Sie jetzt Ärger bekommen mit Ihrem Neffen, wenn er das will. Nein, das, Kevin ist auch ein guter. Also deswegen, aber ich will da eben nicht irgendwelche Namen nennen, dann vergesse ich nachher einen oder was auch immer. Also ich glaube, dass wir vom Torhüter-Niveau in der zweiten Liga schon ganz gut aufgestellt sind. Na gut, mindestens einen der Top 3, die dann auf eine Top 1 reduziert worden ist, sehen wir dann ja am Wochenende, am Sonntag im Stadion. Darauf freuen wir uns. Sie werden wir auch sehen und natürlich freuen wir uns auf das Spiel. Vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, um über schöne alte Zeiten zu sprechen, aber auch über vieles Interessantes im Hier und Jetzt. Und auf jeden Fall eine gute, kurze Anreise am Sonntag von Rostock nach Hamburg. Dankeschön. Dankeschön. Und wir werden uns dann in der kommenden Woche wieder melden mit diesem Podcast, dann dem letzten Podcast vor Weihnachten, dem vorletzten Podcast vor Weihnachten, ganz so weit ist es dann noch nicht, nach dem Spiel gegen Rostock, vor dem Spiel gegen Schalke. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.